Also, ich begrüße euch jetzt offiziell herzlich zu unserem sechsten Crowdsourcing-Meeting. Da mal im kleineren Rahmen, aber nichtsdestotrotz hat das jetzt auch seinen Reiz. Wir können eine Führung machen für die, die können bis auf Zürich kommen. Das haben wir ja bis jetzt noch nie können, weil es einfach zu gross war. Und heute gibt es nur eins. Es gibt keinen Rückblick, es gibt keinen Vorblick, es gibt einfach den Preview auf das neue Web-Frontend, wo am Montag sollte online gehen. Und mir ist es wichtig, dass unsere Hardcore-Nutzenden, und die sind die wichtigen Nutzenden, bis auf ein, zwei Ausnahmen sind ja heute Abend da, und dass die nicht am Montagmorgen online gehen und denken, was haben sie jetzt wieder gemacht? Was ist das wieder für ein Seich da? Gut, also, wenn er jetzt, ich das da, aber wenn er am Montag werdet starten, auf einfach Epix, also der URL bleibt genau gleich. Da müsst ihr nichts ändern, dann werdet ihr das vorfinden. Und wenn ich jetzt da mal abscroll, kommt es euch hoffentlich schon ein bisschen bekannt vor. So anders sieht es nicht aus. Die haben sich ein bisschen an unserer alten Webseite angebaut. Weil der Anbieter Shardian, wo das Backend macht, und Anura, wo das Frontend macht, die haben vor allem mehr mit Marketingfirmen geschafft, wo ein Frontend nicht wichtig ist. Ricola will nicht, dass man ihre Bilder downloaden. Und wir sind jetzt so ein bisschen die Ersten, die eben auch als Archiv, wo gegen rausgeht, ein Frontend, ein anständiges braucht. Und darum haben sie es da recht nachgebaut. Wir sind recht happy, dass das so jetzt gekommen ist. Gut, ich tue jetzt mal durch. Ich tue jetzt uns mal durchklicken, dass ihr so das Wichtigste schon gesehen habt. Und ich weiss auch, was die einzelnen Herren da gern haben und was sie werden vermissen. Also ich hoffe, ich werde alles, verwünschen. Sonst können wir am Schluss dann, könnt ihr mich noch löchern. Mein Ziel ist, dass wir am Viertel vor 5 da fertig sind. Viertel vor 6. Und dann gehen wir nachher in Apéro hinterher. Da habe ich dann am Schluss auch noch etwas zu verkünden, etwas Spezielles. Heute ist alles ein bisschen speziell, das ist gut. Also ihr seht, wenn ihr da reinkommt, dann sieht es so aus, und wenn ihr da aufs Bildarchiv da oben drückt, dann kommt man auf unsere wahnsinnig schöne Startseite. So. Da ist ein bisschen das Eich, wir können die nicht mehr selber bespielen, das müssen wir jetzt dem Dienstleister sagen. Das finde ich natürlich nicht so lustig, aber immerhin, sie haben sie noch bauen. So. Aber der unbedarfte Benutzer kommt natürlich nicht mehr da drauf. Der kommt jetzt direkt da rein und kommt nicht mehr auf unsere schöne Werbeplattform mit den neuen, das sind die neuen so. Aber ja, mal schauen, wie wir mit dem umgehen. Dann gehe ich jetzt mal die obersten Ziele durch, soweit es jetzt schon Sinn macht. Da könnt ihr die Filter wegklipsen. Wenn ihr findet, ach, ich brauche jetzt die nicht, ich will Bilder, ich will nur Bilder. Dann könnt ihr da draufklipsen. Das schauen wir nachher an, das schauen wir am Schluss an. Und da habt ihr die Einstellung Deutsch-Englisch. Also wenn ihr Englisch einstellt, dann werden die Begriffe da alle Englisch, dann werden die Metadaten alle Englisch, dann werden die Felder, dann wird alles auf Englisch. Wir haben ja alles auf Englisch auch übersetzen lassen, alle Titel, eure Kommentare, das wird ja vorzu. Dann habt ihr volles Englisch. Gut. Dann gehen wir eine Zeile weiter runter rechts. Da haben wir diverse Sortierungsmöglichkeiten. Und netterweise, wenn ihr es einmal einstellt, bleibt die Sortierung. Im Backend müssen wir es jedes Mal neu einstellen. Ist relativ nervig. Aber da soll es bleiben. Also, der Dateiname, das wäre, kennt ihr, das wäre der Bildcode. Ihr könnt auch nach Titel vom Bild oder die relevanten. Ist jetzt ein bisschen gescheiter. Die tun jetzt nach Relevanz und so, fragen mich nicht, was das ist. Das ist auch im Bibliothekskatalog so, die komische Relevanzsortierung, die ich immer schrecklich finde, weil ich gebe einen Titel ein und will den Titel genau der bekommt, nicht irgendeine Relevanz. Also das könnt ihr ausprobieren. Oder die neuesten, das sind die neuesten, also mit dem neuesten Speicher. So. Das könnt ihr da ein bisschen einstellen. Das ist ja gleich. Da habt ihr die verschiedenen Ansichten. Jetzt ist die Ansicht drin, Gitter. Das heißt, da hinter der Bildcode kommt bei uns halt immer zuoberst, weil wir denken ja so, und dann noch Titel. Da könnt ihr einstellen, kompakt, dann hinter die Metadaten weg, das ist für die, die im Bild schauen. Dann haben wir da eine Listenansicht.
wo relativ bescheiden ist, ein Thumbnail-Bild, Bildcode-Titel und dann da kann man, da könnte man downloaden oder bestellen. Und dann da haben wir auch wieder Kartenansicht und da kommen ja immer nur die Bilder rein, die georeferenziert sind. Und der lässt dann vor, ah, jetzt ist aber schnell, aber vielleicht bin ich heute noch schon mal drauf gewesen. Und da habt ihr einfach dann, könnt ihr reinzoomen. Ah, ja, da muss, das ist ja super. So. Die. Und dann lädt das, und es ist halt so ein bisschen halt, dort, wo der Punkt ist, dort ist der Aufnahmepunkt aus Snapshot. Dort ist nicht das Objekt, sondern dort, wo die Kamera steht, ist der Pointer, oder? Und ihr seht es dann, wenn man da, wo ist meine Maus? Ja, wenn man da, also wenn man da dann drauf geht, dann sehen wir schon, auch der Footprint, der es anzeigt, wie im Snapshot. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht viel drin bleiben, weil ich glaube, also die meisten Benutzenden sind, glaube ich, eh nicht so viel da drin. Die meisten Benutzenden schaffen ja mit dem. Und dann haben wir auch wieder den Schieber da, wo man ein Bild grösser und kleiner ausgehen. Gut. Denen ist neu. Da ist ja wahrscheinlich. Oh, muss ich das noch löschen? Das sind schon viele Karten und ich will es. Also, da ist der Suchbegriff, der Quick Search, Schnellsuche, die Stichwortsuche ist nicht mehr oben, heute Abend noch beim Epic, sondern die ist jetzt da. Was habe ich da präpariert? Ich habe da. Ich muss immer dort, wo ich mich auskenne, Marbach. Mit Enter tut man es dann bestätigen und ihr seht, der macht da schon ganz viele Vorschläge. Die sind teilweise auch ein bisschen komisch. Vorschläge und dann habe ich da 965 Assets. Dann kann ich mal sagen, ich weiß, es gibt ja diverse Marbach. Da gebe ich mal St. Gallen ein. Dann wird es natürlich auch weniger. Oh. Assets ist der Steigmeißler oder ist der Ah, der Abwasser? da. Ja. Wer schreibt Ich Frage, was hättest du denn, also was hättest du denn erwartet? vorstellen, was es ist, aber Ja, mir schon, da hast du recht. Wirtschaftsbestand. Es kann alles Mögliche sein. Ja, Inge, also es kann, weißt du, da ist Inge. in das System hineingehen eben in der Regel auch Doc, PowerPoint, Film und dann ist es natürlich der generische Asset, oder? Bei uns ist eigentlich in der Regel Bild. Film tun wir ja nicht rein. Aber ja, das ist ein guter Hinweis. Jetzt muss ich da nochmal fragen. Genau. Und da habt ihr dann auch die Möglichkeit zum und oder machen. Und wenn ihr und macht, das ist die Boolesche Recherche. Das kennt ihr vielleicht. Und oder. Gut. Und ich habe heute Mittag schon gemerkt, dass man muss zwei, drei Mal, wie es sollte eigentlich weniger denn gehen. So, jetzt habe ich nur noch St. Gallen, Marbach. Und ich kann da mir sagen, gut, ich wollte nur Komet, weil ich weiss, da hat es Luftbilder. Dann gebe ich mal Com ein. Bildcode enthält. Oder da könnt ihr auch sagen, enthält ungefähr. Das ist dann so fuzzy-mäßig. Oder enthält nichts. Oder es muss genau so sein. Und dann sehen, da können wir da schon weiter oben runter. Und dann kann man noch Titel sagen. Ich wollte aber, es muss wirklich Marbach im Titel heißen. Dann wird er natürlich immer genauer. So. Und in der Beschreibung können, also die drei Metadatenfelder haben wir jetzt mal online gestellt, dass man direkt in denen kann, da ganz spezifisch in das Feld suchen. Das kann man auch noch anpassen. Da könnte man, glaube ich, jedes Feld bringen. Aber dann wird es so eine Liste und ist ja dann auch nicht mehr so schlau. Nie. Never. Schon im alten System nicht. Das ist schon seit 20 Jahren eigentlich kein Thema. Genau. Kann man sich einige auf der Tastatur etwas ersparen? Bildcode und Dateiname ist jetzt einer das Gleiche, oder? Bildcode ist mit Tief. Ah, das nehmen wir da mal weg. Wenn du wirklich speziell, genau da sehen wir jetzt, das ist etwas Neues. Der Bildcode ist ja bei uns bis jetzt immer ohne Dateiende gewesen.
Das haben sie uns leider nicht können. Das ist, da sind sie ein bisschen stur geblieben. Wir hätten es gerne ohne gehabt. Das heisst jetzt eigentlich auch, sehen wir dann nachher beim E-Mail auch. Wenn du jetzt wirklich dein Bild willst haben, dann müsst, und zum sicher so finden, müsstest du am Schluss vom Bildcode noch tief hinein tun. Aber du findest eigentlich jetzt da mit dem Bildcode enthält, kommst eigentlich schon recht genau daher. Muss man auch ein bisschen ausprobieren. Dann haben wir. Was? Beginnt mit Sound. Da gibt's da nicht. Aber mit dem enthält. Ich würde da auf enthält. Zum Bildcode gibt es ja auch so Kommentare, die nehmen irgendwie schon Bezug zu einem Bild, oder wie das früher war. Die werden jetzt, die sind alle ungültig heute, oder? Jetzt. Nein. Nein, aber der Bildcode ist Aha. jetzt mitendlich, oder? Das ist, Ja. ich habe total gestaunt, dass man da so etwas macht, dass jetzt die Endung hinten dabei ist beim Code. Das Aber es denn, eben, wenn du dann suchst, halt dann ohne das Bild hinten dran, dann findest du ja dann die alle noch. da unten sind. Ja. Alle falsch jetzt. Ja, die sind ja nicht verlinkt. Dort hast du ja dann einfach die Ja, aber ich habe Volltextsuche. Bezug zu dem Bild, wo nicht mehr stimmt, oder? Also, es ist so, natürlich, der Bild vorher stimmt es ja noch mit einem Klick in Excel, dann können wir den Tief wieder hinzufügen und dann geht es wieder. Also, das Problem, wirklich. Die Kommentare, die schon drin sind, die bleiben so, wie sie sind. Wenn es sich zum Bildbezug nimmt. Ja, also, die sind alle zum Bild, die wo es schon gegeben hat. Die jetzt in den letzten Ja. 4 Monaten gekommen sind, die wir schon auch noch reinnehmen. Es kommt schon zum richtigen Bild. Die drin sind, die sind ja im Metadata-Fan. Die Und sind ja wenn nicht man sie. angezügelt. Aber die haben dann nicht angeordnet, oder wie? Also wenn du in der Beschreibung, das sind ja meistens die Sachen, die in der Beschreibung reinkommen. Bla bla, Mittelholzer, dasselbe Bild ist auch in dir. Ich meine, das findest du dann natürlich, dann darfst du halt in der Suche nicht zu tief herhängen. Dann findest du es nicht, dann musst du es ohne tief suchen. Ich habe jetzt eigentlich auch immer mit tief, ohne tief gesucht. Dann kommst du schon auf den Treffer. Also kannst du dann eben da Bildcode, dir, blö, und dann kommst du. Aber wenn du wirklich dann mal, ich kann das nur sagen, wenn du viel Treffer jetzt überkommst, weil er noch Relevanz oder so, dann ist der Trick, dass du dann halt noch tiefer schreibst. Dann bist du sicher. Aber in der Regel kommst du recht weit. Ohne, das Tief musst zum Suchen, kann man es auch gut ohne machen. Aber ich weiss, was du meinst. Beim Filter, dann haben wir da die Filter, wo man ja wieder kann, sage ich, wo nur Creative Commons Bilder, das ist mehr für den wirklich Benutzer, wo Bilder suchen und wollen nutzen. Da haben wir Hochformat, Querformat, Farb und was noch neu ist, das Datierungsfeld. Jetzt muss ich wieder ein bisschen oben runterkommen. Das ist super. Moment, ich habe da alles. Also da könnt ihr bei der Datierung könnt ihr jetzt nach Jahrzehnt suchen. Wenn ihr da 1980 hinschreibt und Enter drückt, dann tut er jetzt unten ein Feld ab und bis. Und dann tut das automatisch da ausfüllen. Dann heisst da, ab dem 1.1. bis zum 31.12.1989. Und da könnt ihr auch noch den, auf und ab, glaubst du, gehen, genau. Da könnt ihr da jahrzehntelang jucken. Das ist etwas Neues. Das ist auch noch ganz okay. Ja. Nur vor der Rechnung. Ja, aber dort sind es Kategorien gewesen. Dort haben wir müssen, Kann man auch einen kleineren Zeitraum eingeben als ein Jahrzehnt? du kannst auch einfach, du Also, kannst ich dann kann direkt da unten, dann ab musst du da bis unten jetzt gehen. bewegen. Genau, du kannst auch unten, genau. So, jetzt soll ich mal immer mal wieder alles zurücksetzen da. Zurücksetzen ist ganz wichtig. Dann sind da wieder, haben da all die komischen Befragungen weg. Und jetzt habe ich da eben, jetzt können wir da zu, jetzt haben wir neu auch Personen, Filter. Also jetzt kann man direkt nach Fotografen suchen. Ja, bravo. Ah, da. Zwei da, Mittelholzer, oder? Jetzt hole ich mir den Mittelholzer. So. Und jetzt tue ich da raufflitzen. Ah, super. Ist noch drin. Jetzt wollte ich da zur Borst. Jetzt wollte ich aber wissen, jetzt kommt der Conny ins Spiel.
Wie viele Bilder? Hat der Was für Conny Bilder? schon gemacht in Sachen Mittelholzer? Wir wissen, er hat viel gemacht. So. Wenn er aufs Bild, also vielleicht nochmal mit Text. Wenn er jetzt da, könnt ihr einfach aufs Bild klicken, also aufs Image, und dann kommt ihr da links in die Bildansicht und rechts 100 Meter da. Das kommt euch hoffentlich sonst ähnlich. Noch nicht ganz alles ganz koscher. Da ist aber Nadine Gubermacht, die ist, glaube ich, 24-Stunden-Betrieb, alles im Putzen im Moment. Da haben da, es ist nicht, ich habe immer das Gefühl, dass ich so Word, rechts, Autokorrektur, aber es ist nicht Autokorrektur, sondern da hat es immer noch einen Text, eine Erklärung, was ist mit dem, was findet ihr da in dem Feld? Und dann könnt ihr da oben runter und dann kommen eigentlich alle. Und da haben wir dann den Kommentar. Und da unten kommen dann Kategorien. Da ist aber alles zusammen. Da sind unsere Schlagwörter, da sind Keywords. Da müssen wir jetzt anschauen. Da sind Bestände, das Genre. Mal schauen. Wir haben es schon mal, das ist schon mal gut von da. Und alles, was da rot drin ist, ist natürlich verlinkt. Da könnt ihr weiter, da könnt ihr sagen, ich will jetzt alle schwarz-weiß. Bilder ist vielleicht nicht die schlauste Abfrage, aber es ist alles möglich. Genau, und denen muss ich euch da jetzt eben zeigen. Also da könnt ihr, ah ja, jetzt müssen wir noch, da oben hat es ja auch noch Sachen, müssen wir die noch anschauen. Also da könnt ihr zoomen, jetzt könnt ihr da bei dem Herr reinzoomen. So, das wäre der Zoom. Gut, dann gehen wir da wieder zurück. Da habt ihr nur das Bild mehr. Und wie ihr so sagt, mit Escape zurück. Das wäre jeder Teil da. Dann, jetzt muss ich den wieder wegmachen. Moment. So. Da könnt ihr eure Diashow. Ich habe schon gefragt, ob wir das ein bisschen beschleunigen können. Wir können es leider nicht selber einstellen. 6 Sekunden Takt ist drin, aber so. Boah, kann man sich mal, oder? Why not? Da könnt ihr einen Link in Zwischenablage tun, dann habt ihr aber das da oben und wir schaffen ja eigentlich, so zum schnell verschicken ist das sicher nicht schlecht, aber wenn ihr wirklich einen Link, einen festen Link, der ist auch in 100 Jahren noch gültig, dann verschickt auf Bild eben immer den DOI. Aber wenn es mal schnell muss gehen, ist das schon gut. Da können wir downloaden, bestellen, das schauen wir nachher an. Und da haben wir noch so eine, das kennt ihr wahrscheinlich aus dem Dateimanager auch. So. Und da, Conny, kann man dann blättern. Und zu viel Brille habe ich gerade noch mehr gewünscht. Was? Da wird im Hintergrund der Kopf geschüttelt. Also, ich denke, ein Postkartentext, wo man immer drauf muss. So. Ach, aber bei diesen alten, schlechten JPEG. Immer Texte, wo Ah. so ein Bildschirm aufsteckt. Ah, du, auf dem iPad. Auf dem iPad. Ah, ja, Ich genau, vom. denke, ich bin digitalisieren, dann vorwähle ich stellen, aber ich bin. Ja, Ich denke, das sind Fehler, gell? digitalisieren schon gerade stellen, die Texte. Aber Die haben wir eben übernommen. Also, Pfeller hat ja Denkel in uns, die Digitalisat. Darum haben wir das ja dann auch übernommen. Geschenkt und das sind kleine JPEG. Und da kann man jetzt endlos offenbar. So, da kann man jetzt endlos. Da muss man nicht sagen, ich wollte jetzt 2000 Bilder anschauen. Das müsste man ja jetzt. Aber man kann nicht blättern. Gut, jetzt bin ich da. Ah nein, jetzt muss ich euch noch das Wichtigste zeigen. Jetzt gehen wir nochmal da rein. Da haben wir noch verwandt und da hat es ein Zeichen. Also da könntet ihr jetzt auch wieder zurück zum Walter Mittelholzer, der Fotograf. Klick jetzt nicht drauf, weil da wissen wir, da hat es 18.000 Bilder drin, das lassen wir jetzt weg. So, jetzt gehen wir wieder auf Metadaten. Also wenn es ein Fotoalbum ist, sind dort auch alle Bilder ja in der Regel verhängt. Die würdet ihr dann auch wieder da finden, in der Verwandt. Gut, jetzt gehe ich da zurück, weil eigentlich das Wichtigste, was ich euch eigentlich heute Abend noch sagen, ist da. Kontaktieren Sie uns zu diesem Asset, das wäre quasi euer Kuvertli. Ich finde es jetzt, ich habe schon gefragt, ob wir da einen anderen Text machen können. Ich finde jetzt den Text. Naja. Gut, und dann, aber das ist eigentlich wurscht, ihr müsst wissen, wo herklicken.
Dann kommt dasselbe wie immer. Dann kommt da Feedback zu bla bla bla. Punkt TIFF. Und weil das System eben eigentlich in einem so einen exorbitant langen Link denkt und nicht mehr in Bildcode, tut es jetzt im Moment eben auch noch drin. Aber das tun wir. Wir werden jetzt testen, also Florina wird testen, wie können wir eure Kommentare gut verarbeiten. Und vielleicht wird es an einem Tag dann in 2, 3 Wochen das Exo. Ich muss immer, ich habe mich so also ein bisschen genervt ab dem blöden langen Link. Darum ist das jetzt der exorbitant lange Link, wo die ID ist, wo ja irgendwie, das ist Kuderwelsch für uns. Wir denken die Bildcodes. Und dort tut sie vielleicht, merken wir, dass wir den das nicht mehr brauchen, dann ist denn der irgendeinem Tag in diesen E-Mails nicht mehr drin. Müsst ihr euch keine Sorgen machen, dann wissen wir einfach, wir können es auch ohne. Ich glaube, wir werden es ohne können. Yes. Meine Feedback selber schreiben Bitte mit und der Tief. exorbitant lange Den kannst du weglassen. Ja. geht trotzdem. Der geht, ja, nein, den kannst du nicht, also nein. Nein, also, no, den findest du auch gar nicht. Du müsstest den ja da rauskopieren Ja. und da ist er nie. Oder da oben. Da oben Ja. wäre er, schau. Nein, Oder nein, das ist schon nicht. Nein, weglassen. da kannst du ihn weglassen. No, no, nein, nein. Wir haben. Nach wie vor ist also das ist pro Bild, wo man einen Kommentar dazu schreibt, ein E-Mail generiert. Ja. Also man kann nicht mehrere Kommentare schreiben, E-Mail schreiben. Kann man schon. Also, immer nicht so gern. Also, man kann auch Ja. eine Excel-Liste. Am liebsten haben wir eine Excel-Liste. Zeige ich aber gerade noch. Gut, okay. Genau, also jetzt muss ich da wieder mal putzen. Wie spät ist es? Ah, wir sind super dabei. Genau, also das heisst, eigentlich kann ich euch zeigen, ihr könnt eure Bilder so suchen, zum Beispiel mit Anton Heer, einfach im oberen Suchschlitz und bekommt, weil manchmal wollt ihr ja das Zeug noch wieder schauen, was ihr gemacht habt. Genau, aber ja, genau, das hat man, und das kann man, eigentlich ist die Message, das könnt ihr immer noch. Genau. So, jetzt, ich habe gar nicht mehr so viel. Mal. Gut, jetzt geht's da weiter runter. Jetzt sind da, jetzt im Epic sind ja Kategorien, Bestände, Schlagwörter, Genre, zuoberst. Und jetzt sind die halt zuunterst. Und da ist eigentlich alles gleich. Also da könnt ihr jetzt eben, Kategorien da suchen. Und ein bisschen das Eiche ist, hast schon moniert, da sehen wir jetzt nicht, ja, was Luftbilder mitholt. Da hat es doch sicher noch übergeordnete Kategorie. Das sieht man nicht. Irgendwann, wenn wir dann im Release XY sind, vielleicht haben sie es dann, tun sie es einbauen. Aber so könnt ihr, wenn ihr weniger Ahnung habt oder wisst, da gibt es doch irgendeine Kategorie, aber ich weiss nicht mehr, was sie ist, könnt ihr sie so suchen. Und dann, nein, was der Witz ist, ich muss nochmal zurück, Luftbilder. Dann, habe ich herausgefunden, jetzt habe ich, hat mich wirklich wundert genommen, wo ist jetzt die? Dann habe ich mir die anzeigen lassen und dann nachher habe ich, glaube zurücksetzen gemacht. Gell, Florina, oder? Genau, dann habe ich völlig gaga zurücksetzen gemacht und dann ist sie in der Hierarchie dort her, ja, dort hergejuckt, wo ich gewusst habe, muss irgendwo bei den Wusen mehr sein. Und dann ist da wäre die Kategorie versorgt. Also ist jetzt ein bisschen, vergessen wir gerade wieder, ja. Aber es zeigt an und sucht schon nur in Kategorien. Nein, sucht natürlich zeigt Kategorien A zur Auswahl und die, wo online gestellt sind. Gut, also der Bestellvorgang. Ich muss es jetzt da denen, die da sind, zeigen. Und euch erzähle ich es so gut, dass ihr es mitkriegt. Da habt ihr ja, bei den Bildern könnt ihr Bilder auswählen. Und könnt die in Download-Korb heisst der jetzt rein tun. So. Bilder, wir haben ja 3 Arten von Bildern. Creative Commons und Public Domain. Das sind die, die ihr einfach downloaden könnt, nutzen für alles, kommerziell, wissenschaftlich, privat. Don't ask us, use it. Und dann haben wir noch ein paar Bilder, wo man Nutzungsrecht bei Postkarten, da können wir nicht jeden anfragen, das ist viel zu aufwendig. Und dort haben wir ja
Wenn es nicht klar ist, die zeigen wir alle, wir zeigen alles an. Aber bei denen haben wir unbekannt, Nutzungsrechte unbekannt und die müssen bei uns bestellen. Und dann können wir das ja gratis gleich über und das machen wir eigentlich, dass wir wissen, der bestellt, hat wirklich, wirklich die AGBs abgehökelt und gelesen, weil dort innen würde stehen, du darfst das brauchen, aber du musst Nutzungsrecht selber abfragen. Und jetzt sehen das dann neu, alle, die Nutzungsrecht unbekannt haben, wo man muss bestellen, haben jetzt ein Wasserzeichen drüber. Weil das neue System, du kannst mit der rechten Maustaste alles downloaden. Das kannst du jetzt nicht bei AWP, beim jetzigen Webfrontend, und braucht man dort kein Wasserzeichen. Aber wenn du es dann bestellt hast, dann kannst du es bestellen und dann kommst du es ohne Wasserzeichen über. Aber jetzt, Screenshot ist, also kannst du auch machen, aber es ist einfach das Wasserzeichen. Genau, und dann tut man die in den Warenkorb rein, dann hat man ein paar ausgewählt. Da ist eins, genau. Und dann tut man den Warenkorb anwählen, alles genau super gleich. Und jetzt, was mega cool ist, also für uns ist mega cool, für euch gewöhnungsbedürftig, jetzt könnt ihr ja den Warenkorb füllen mit allem. Und wir wollen eigentlich nicht, dass ihr den Warenkorb mit Bildern füllt, die man könnt direkt downloaden könnt. Downloaden die einfach, schicken uns nicht noch extra das Mail. Das gibt uns nur Arbeit, wo man findet, okay. Aber jetzt tut das System, ist ein bisschen gescheiter geworden, es tut jetzt aufsplitten. Ah, okay, da hast du zwei im Warenkorb, die kannst du selber direkt downloaden. Und drei, die musst du bestellen. Die musst halt zwei, dreimal jetzt klicken. Also du tust rechts, heisst dann herunterladen zwei, die ladest du runter, kannst einstellen, ob tief, ob klein, ob gross, ob links, ob rechts. Und nebenzu heisst dann bestellen, da habe ich jetzt drei drin. Und dort, neben dem Bestellknöpfli, hat es ein Kästchen, wo dann, glaube ich, E-Mail oder so steht. Und dort schreibst du E-Mail gerade rein. Das ist wie in einem Webshop, wo man immer sofort Zimmer muss angeben. Darum haben die das so jetzt bauen. Und dann akzeptieren Nutzungsbedingungen und dann kann man auf das Bestellen klicken mit, ich habe die Adresse schon drin. Und dann kommt quasi das Formular, das man muss ausfüllen muss. Was tust du das jetzt? Hast du es? Ja. Leck, Bobby. Ist ja gut. Und dann tun wir einfach das Ganze nochmal ausfüllen. So. Das ist das. Und ihr habt auch neu Link in die Zwischenablage. Da könnt ihr den Link über einmal draufklicken und dann könnt ihr das irgendjemandem in einer Mail schicken und der kann dann darauf zugreifen und kommt genau eure Auswahl über. Weil die Kollektionen haben wir ja müssen killen. Das Benutzerkonto gibt es leider nicht mehr, weil das wir sind jetzt in der Cloud und in der Cloud kostet eigentlich alles. Auch wir müssen jetzt auch wir können nicht endlose User bei uns im Bildarchiv anlegen. Da zahlst du für jeden Klick quasi. Und so also ein Benutzerkonto kostet 500 Franken im Jahr. Also, und wir haben 800 Benutzerkonto im Moment. Vergiss es. Genau, also aber mit der Zwischenablage, also man muss einfach immer sofort abladen und nicht tagelang irgendwie Bilder speichern. Ich weiß halt nicht, wie viel das bei euch das braucht habt jetzt im Moment. Aber das wäre das. Genau, man kann diverse Formate auswählen und das kann man auch oben durch, dann mit einem Klick für die ganze Warenkorb machen, also wenn ihr 100 Bilder drin habt. Ich habe heute, glaube ich, etwa 88 runtergeladen, tief aus Versehen. Ist relativ gut gegangen. Man kommt dann eine ZIP-Datei über, dort müsst ihr einfach wissen, was entzippen muss man dann halt wieder mal extrahieren. Das hätte man irgendwie vor 20 Jahren müssen, muss man jetzt da wieder. So, dann oben, auf der obersten, habt ihr ja der Filter, zum Filter wegknipsen, dann kommt der Download-Korb und dann kommt das schöne Icon Export Metadata. Das ist für die Vorgeschrittenen unter euch. Dort könnt ihr Bilder auswählen, im Warenkorb tun und dann könnt ihr sagen, ich will die Metadaten, jetzt bin ich leider auf dem falschen Knopf mit dem Ausfüllen, könnt dann dort auf den Metadata-Export draufklicken und dann heisst es Format. Da könnt ihr am besten ein Excel, Sprache, könnt ihr Deutsch, Englisch,
Dann nehmen wir hier Deutsch. Und dann könnt ihr das Profil wählen. Und da ist jetzt ein Profil hinterlegt. Das heisst Anura. So heisst das Webfront, dann Bildarchiv. Und dann könnt ihr sagen Export. Und heute heisst es leider ein Error. Aber da sind wir dran, dass ihr das dann könnt machen könnt. Das ist, finde ich, noch relativ eine gute Sache. Ja. Profil heißt, das ist für die Ja. Felder. Da muss man Ja. ein bisschen Seitenfelder. Ja. Ja. Ah, die haben wir nicht drin. Die tun wir dann schon aufräumen. Wir tun es dann schon durchtesten. Und was ganz wichtig ist, unten rechts wäre sonst noch die Hilfe. So, aber eigentlich, ja. Denke ich, da kommt man schon zu Schlag.